2015 das Projekt mit Helm aber sicher ins Leben gerufen, weil wir festgestellt haben, dass es gerade für junge Menschen zwischen dem 12. und dem 15. Lebensjahr, also Klasse 7 und 8, relativ wenig Angebote im Bereich Verkehrserziehung gibt. Und dass es aber gerade die Zielgruppe ist, die ja ganz viel mit dem Rad unterwegs ist, auch alleine im Straßenverkehr. Kannst du dir vorstellen, wo noch ein dritter Winkel ist? Hier vorne noch, genau. Wenn man so ein bisschen kleiner ist, zum Beispiel so Kleinkinder oder so. In unserer nachsorgenden Tätigkeit fällt uns ja immer wieder auf, wie viele junge Leute von einem Schädel-Hirn-Trauma betroffen sind, die beim Verkehrsunfall verletzt worden sind, beim Fahrradfahren oder beim Unfall mit Fahrrad. Sitzt ein bisschen fester, du musst immer merken, zwei Finger breit unterm Ohr und zwei Finger breit in der Stirn. Wenn wir die Patienten darauf hinweisen, dass sie Helme tragen sollen, dann sind wir da natürlich sehr intensiv drängend drauf, weil durch die Helme die schweren Schädel-Hirn-Traumen vermieden werden können. Und das ist natürlich unsere Hauptaufgabe, nicht nur therapeutisch, diagnostisch tätig zu werden, sondern eben auch bei der Prävention mitzuarbeiten. Und das gelingt uns mit wechselndem Erfolg natürlich, aber wir bleiben da dran. So, jetzt kommst du mit steifen Armen. Ja, perfekt. Die hier simuliert 1,3 Promille Alkoholgehalt im Blut. So, und dann versuch mal auf die Becher zu werfen. Das ist voll schräg. Also für alle, für mich ist da und da ein Haufen. Das Projekt mit Helm aber sicher ist ein ganz wichtiges Projekt. Seit Jahren engagieren wir uns eigentlich in der Nachsorge von schädelhirnverletzten Kindern und Jugendlichen. Und ein besonderes Anliegen ist es uns, präventiv tätig zu werden, dass es gar nicht erst dazu kommt.